Es geht in dieser Filmreihe um die Kinos des globalen Südens und dieses Jahr haben wir einen Schwerpunkt Mobilität und in diesem Film geht es auch um Migration auch. Aber jetzt werden wir über Migration und verschiedene Themen über den Sudan reden mit Helen Kasai, unserer Kollegin von der Abteilung. Und Helen macht dieses Gespräch, moderiert dieses Gespräch mit Rim Al-Mukhtar von Ubuntu House und wir freuen uns. Das ist an. Hallo, hallo. Ja. So, erstmal wollten wir uns bedanken, dass so viele Gäste gekommen sind. Und ja, also mein Name ist Helen Kasai. Ich arbeite beim DFF in der Verwaltung. Also ich mache das heute zum allerersten Mal. Also bitte verzeihen Sie mir, wenn ich kleine Fehler habe. Ich möchte kurz unseren Gesprächspartner heute vorstellen. Und zwar, ich muss noch mal ganz kurz gucken, weil ich hab das ein bisschen geübt, aber es ist etwas schwierig. Oh, Entschuldigung. Also wie gesagt, ich mache es zum ersten Mal. So ein Mikro wandert dann immer so ein bisschen weiter. Also erstmal herzlichen Dank. Ja. Genau, also ich möchte dich erstmal vorstellen. Dein Name ist Rim El-Haq Mukhtar Rivera. Du bist hier in der sudanesischen Diaspora aufgewachsen. Du arbeitest in der Beauty-Industrie und jetzt habe ich mir das auch. Sorry, also du kriege ich hin. Also du bist. Oh, Entschuldigung. So schwierig und nervös und aufgeregt. Also du bist Mitglied von European Ubuntu Passion Art und bist selbst auch eine Schauspielerin in dem Ensemble. Du arbeitest im Empowerment-Bereich in Verbindung ja, mit Kunst, Kultur, Schauspielerei und Poetry Slam. So, okay. Ja, also wir haben uns den Film jetzt gerade angeschaut. Und ja, der ist doch sehr emotional und bewegend. Vor dem Film haben wir einen kurzen Einspieler gesehen von der Filmemacherin. Da beschreibt sie ja auch, dass es darum geht. Also es geht um die 15-jährige Nafisa, die also ihre Großmutter hat gewisse Pläne für sie, ihre Eltern haben gewisse Pläne für sie, nur sie ist da irgendwie außen vor. Was meinst du? Haben junge Menschen wie Nafisa eine Stimme in Sudan? Ich glaube, da hängen ganz viele Faktoren mit zusammen. Also das Erste ist, bist du in einer Großstadt aufgewachsen oder bist du im Dorf? Ich denke mal, in der dörflichen Community ist es immer noch mal ein bisschen schwieriger, aus solchen Dingen auszubrechen, beziehungsweise seine Stimme zu erheben. Aber umso größer die Community ist, beziehungsweise umso größer die Stadt ist, und ich würde jetzt nicht sagen moderner, sondern einfach man mehr Ansichten hat, spielt das da auch nicht mehr so eine große Rolle und die Frau hat, oder beziehungsweise junge Menschen haben da schon was zu sagen. Und das sieht man ja auch gerade momentan in der gegenwärtigen Situation im Sudan. Ja. Genau, und da kommt nämlich gleich die nächste Frage. Kann diese neue sudanesische Generation die fest verwurzelten Traditionen überwinden und sich von der Bevormundung durch die Älteren befreien? Das ist auch eine ziemlich, ich würde mal sagen, eine Frage, die ziemlich auch davon abhängt, wie die Familie verstrickt ist, wie sehr sie an der Tradition festhält und wie wichtig ihr das tatsächlich ist. Also da spielen natürlich auch immer ganz viele Faktoren mit. Und aber grundsätzlich ja. Also ich denke schon, dass man den Willen hat oder die Stimme hat, sich aus diesen Traditionen zum Teil rauszunehmen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, die Tradition gehört ja zu uns. Also wenn ich jetzt an mich denke beispielsweise, ich bin hier in der Diaspora aufgewachsen. Habe aber bewusst dieses Jahr, als ich meinen Mann geheiratet habe, mich dafür entschieden, sudanesisch zu heiraten. Ich hatte Agirtik, das ist eine traditionell sudanesische Hochzeit. Das bedeutet, für mich ist Kultur in dem Fall nichts Negatives, sondern meine Identität. Genau. Ja, und wenn wir jetzt weiter in dem Film, also oder was ich sagen wollte, wir sehen ja die Großmütter von Nafisa Al-Sid, die ja so Narben im Gesicht hat.
Kannst du uns kurz erklären oder hast du eine Vorstellung, warum das so ist? Ja, also meine Oma hatte auch Narben im Gesicht und das war zu der Zeit, ist das ein Schönheitsideal gewesen. Das bedeutet nicht nur Schönheitsideal, sondern auch, man sieht bei ihr beispielsweise, die Lippe ist auch schwarz tätowiert. Das war auch ein Schönheitsideal bei den Frauen, aber das ist nicht der einzige Grund, sondern daran kannst du auch erkennen, wo quasi die Familie wohnt oder woher du kommst. Je nachdem, wie die Striche im Gesicht gemacht wurden, ob vertikal, horizontal, in einer Haarform und. Und das ist auch etwas, was eigentlich in ganz Afrika wieder zu sehen ist. Also beispielsweise in Westafrika, in Mali, gibt es auch ganz viele Völker, die auch mit verschiedenen Cuts im Gesicht sich identifizieren, aber auch Courage zu ihrem Volk oder zu ihrer Community damit äußern können. Also eigentlich ganz mutig. Total. Ja. Ja, also was so, glaube ich, so eine der Schlüsselszenen war am Ende, Nafisa hat sich entschieden, die Garnrolle in die Maschine zu schmeißen. Sie ist kaputt gegangen und auf einmal hat es Baumwolle geregnet. Was meinst du, wieso das passiert ist oder was glaubst du? Also ich habe jetzt meine eigene Interpretation, weil ich bin ja nicht die Regisseurin, aber Al-Cid hat ja von vornherein gesagt, als man sie gefragt hat oder als Nadir gesagt hat, dann lass uns doch das Mädchen fragen. Und sie sagte, erst wenn Eis auf meinen Kopf fällt, dürfen Frauen entscheiden oder dürfen Mädchen entscheiden. Und es war, denke ich mal, so ein Moment, wo Nafisa einfach gesagt hat, nein, ich möchte nicht den Weg gehen, den meine Oma gegangen ist und ich möchte frei bestimmen. Und aus dem Grund hat sie ja quasi den Faden durchbrochen und hat die Maschine kaputt gemacht, weil sie ihre Entscheidung treffen möchte. Und in dem Fall ist natürlich die Metapher wieder hochgekommen und es hat Baumwolle geregnet, weil sie in dem Moment entschieden hat, nein. Und die Baumwolle, meine Interpretation aus, soll den Schnee darstellen, den Al-Cid ja vorher angekündigt hat, wenn die Frauen dann quasi frei sein dürfen oder Mädchen frei entscheiden dürfen. Genau, sie hat dann quasi ihre eigene Entscheidung getroffen und hat die Entscheidung getroffen mit, sich für Babike entschieden. Und war ganz schön, die Szene. Ja. Und was ich auch ganz schön und berührend fand, war, als Nafisa aus dem Haus kam mit der Laterne in der Hand und hatte ihr weißes Kleid an. Und auch das weiße Tuch über dem Kopf, das fand ich ganz schön in dem Moment. Aber man kennt ja eigentlich das so, also als außenstehende Person, also wenn man jetzt nicht aus dem Sudan kommt, kennt man ja die Kleidung eigentlich recht sehr auffallend und bunt und sehr lebendig. Genau. Was meinst du, warum Nafisa jetzt weiße Kleidung hat? Mhm. 2017, 18 ist ja ein Bild durch die Welt gegangen in der Revolution des Sudans, wo eine Frau in einem weißen Top sich hinstellt und Revolution ruft. Und das weiße Top ist ein Symbol im Sudan der Revolution. Und das hat man das erste Mal gesehen 1953, wo Frauen auf die Straße gegangen sind und weiße Tops angezogen haben, um sich quasi ihre Stimme zu holen. Frauen waren immer vorne dran in den Revolutionen, sieht man auch heute noch, jetzt momentan in der gegenwärtigen Situation, dass es die Frau ist, die vorne steht, junge Menschen, die vorne stehen. Und in dem Fall denke ich, das ist meine Interpretation, dass Nafisa mit diesem weißen Gewand quasi ihre Freiheit dargestellt, oder sie quasi als Freiheitsbild dargestellt wurde mit der Farbe. Genau, also das würde ich jetzt mal sagen, aber du hast absolut recht, also im Sudan ist es so, dass das Top, das, was du jetzt gerade anhattest, wäre perfekt für so ein Top. Das ist so ein traditionelles Gewand, einfach im Sudan. Das wickelt man sich um den Körper und legt sich das quasi um den Kopf. Genau. Ja, es war eine sehr, sehr emotionale Szene. Und kurz bevor Nafisa aus dem Haus geht, steht die ja vorm Spiegel und trägt roten Lippenstift auf. Und dann auf einmal wischt sie sich so weg. Was meinst du, also du kannst jetzt nicht wissen, was in dem Kopf vorgeht, aber was meinst du, welche Verbindung die Frauen mit dieser Kosmetik haben im Sudan? Also wie ist das so? Also erstmal war das in dem Moment, als sie sich den Lippenstift weggewischt hat, hat man ja auch gehört, die Stimme von Al-Cid im Hintergrund, wie sie gesprochen hat. Etwas sogar. wie sie im Hintergrund ja geredet hat und gesagt hat, mach so wie ich, heirate jung, hol den Älteren,
sei jung, werd al-Sid. Und ich glaube, in dem Moment hat es einfach Klick gemacht bei Nafisa und sie sagte, nein, ich möchte meine Entscheidung treffen und hat sich dann den Lippenstift weggewischt. Aber grundsätzlich Kosmetik, Schönheit im Sudan, klar, wer liebt es nicht? Also ich sage immer, die Frauen aus dem Sudan sind die zum Beispiel bestriechendsten Frauen, weil wir da sehr viel Wert auf Körperöle legen, auf Parfümierung legen, auf Räuchern und. Also Kosmetik spielt eine ganz große Rolle bei den sudanesischen Frauen. Ob das jetzt Henna ist, sich schminken, die Haare schön machen, ja, ganz große Rolle. Ja, jetzt kommt so ein bisschen so eine allgemeine Frage. Was meinst du, wie frei sind denn die Frauen in Sudan? Wie frei ist denn die Frau überhaupt auf dieser Welt? Ja. Also ich wollte damit jetzt nicht, aber das ist, was ich empfinde. Also wir wissen alle, dass wir in einer patriarchatischen Welt sind und alles wird irgendwie vom Mann gesteuert. Deswegen kann ich das nicht komplett auf den Sudan fixieren, sondern sind wir hier in Deutschland auch frei als Frau? Oder global gesehen? Ich glaube nicht. Immer noch nicht. So wie wir es wollen. Ja. Ja, da gebe ich dir recht. Wie ist denn der Umgang heute mit alten Traditionen in der sudanesischen Community? Grundsätzlich, also wenn ich das jetzt mal auf mich beziehe, ich habe als Jugendliche und als Kind nicht so die Verbindung zu meinen Traditionen und zu den Kulturen gehabt, weil ich das war da, das war so selbstverständlich. Aber natürlich, wenn du in der Diaspora aufwächst und zwischen zwei Kulturen aufwächst, ist das schon mal ein großer Konflikt. Okay, was ist jetzt richtig und was ist falsch? Und ich habe eine Zeit lang auch die sudanesische Kultur für mich abgelehnt, weil es einfach extrem schwierig war, mich zu identifizieren zwischen zwei Kulturen. Aber wie ich vorhin schon sagte, ist ja auch meine Identität. Das heißt, man kommt doch immer wieder zurück und möchte dann doch sich damit identifizieren. Und deswegen habe ich da auch bewusst die Entscheidung getroffen, dass wir in Girtik feiern und richtig traditionell feiern, weil das zu mir gehört. Und am Ende vom Tag bin ich Sudanier. Ja, weil du das vielleicht auch anders siehst und das als Bereicherung. Genau, Dann wirkt das alles viel positiver. Und es ist halt auch super schwierig jetzt, wenn man im Westen aufgewachsen ist, weil die Tradition, die ich nach vorne oder beziehungsweise der Sudan nach vorne getragen wird, wird ja hier nicht als normal angesehen oder als was Exotisches. Und du musst dich immer erklären in diesem Raum. Du musst dir immer Raum schaffen und dich erklären und deine Kultur erklären und. Und ich glaube, wenn du so jung bist und damit zu tun hast, dann überfordert dich das auch. Und das war so bei mir der Punkt, wo ich dann das erste Mal abgelehnt habe, weil das waren Fragen, die musste ich mir im jungen Alter schon stellen. Und aber ich bin wieder zurück zu meinen Wurzeln gekommen sozusagen. Das ist schön, das ist toll. Wir kommen zur nächsten Frage. Als Sid war es ja wichtig zu wissen, woher Nadir, also der junge Mann aus Katar, woher er stammt. Das heißt, sie wollte schon wissen, wer der Vater, wer der Opa ist. Deswegen hat sie gefragt, du bist der Sohn von wem? Und darauf geht sie ja so ein bisschen ein. Was meinst du, warum ist der Stammbaum so wichtig? Ich glaube, am Ende vom Tag heiratet man ja nicht nur eine Person, sondern man verbindet zwei Familien miteinander. Und dann ist es natürlich von beiden Seiten im großen Interesse herauszufinden, woher man kommt oder woher die Familie kommt. Ich denke, das sieht man auch hier in Deutschland ganz oft, dass man eventuell abgelehnt wird von der Familie, weil man eben nicht diesen Hintergrund hat oder nicht diesen Stammbaum hat. Also ich denke, das ist relativ normal, dass sowas hinterfragt wird und gerade in einer dörflichen Community, in einer kleineren Community kennt sich ja auch irgendwie jeder und die Geschichte von jedem. In dem Fall ist es natürlich für sie sehr wichtig gewesen, aber ob es jetzt heutzutage noch so viel krass extrem Wert drauf gelegt wird, ja, es ist immer wichtig. Also mir war es auch wichtig, Julius Familie kennenzulernen und zu wissen, wer er ist und. Das spielt immer eine Rolle, denke ich, wenn zwei Familien zusammenkommen. Ich will noch mal kurz zurückkommen zu Al-Sid, die Großmutter, die ja auch eine große Rolle in Nafisas Leben spielt. Weißt du, was Al-Sid bedeutet? Al-Sid, also die Frau, ja. Das bedeutet die Dorfälteste in dem Fall. Und jetzt in dem Kontext von dem Film ist sie ja wirklich die, die das Sagen hat. Die hat das Wissen, sie ist weise, sie entscheidet. Man geht zu ihr, wenn man Fragen hat, man geht zu ihr, wenn man Rat braucht. Und man geht halt auch zu ihr, um zu fragen, ob die Person verheiratet werden darf. Genau. Also sie entscheidet am Ende, genau.
da gab es auch so eine Szene, da ist als Sid auch nicht ganz gut zu den Englern zu sprechen. Man spürt da, dass das eventuell aus der Vergangenheit kommt. Die Frage, was meinst du, warum sie nicht so gut zu sprechen ist auf die Engländer? Ich glaube, es ist ein ganz natürliches Gefühl, dass man Hass auf die Kolonialsmacht hat. Und der Sudan wurde kolonialisiert oder beziehungsweise regiert von Engländern. Und das bis 1961 waren sie noch im Sudan und sind dann erst gegangen. Und wie du ja gesehen hast, haben auch alles mitgenommen. Und man kann sich ja nur vorstellen, wenn ein Land, eine Kultur in eine andere eindringt und meint, über sie bestimmen zu müssen und ihre Regeln aufzuzwingen, was das für einen kollektiven Schaden in dieser Community bzw. in diesem Land verursacht. Und deswegen war sie nicht gut auf dieses Tisch sprechen. Ja. Dankeschön. im Moment ist es ja in Sudan, ja, also die politische Lage ist im Moment ja nicht schön. Wie geht's dir mit dieser momentanen Lage im Sudan und ja, was erhoffst du dir oder was wünschst du dir für Sudan? Also ich wünsche mir für den Sudan auf jeden Fall Demokratie. Ich wünsche mir, dass es eine Regierung gibt, die gewählt wurde von der Bevölkerung. Was ich spüre oder was ich fühle oder wie es mir geht, ich habe zwei Emotionen, die sind ganz prägend, und zwar einmal Stolz und auch Wut. Stolz auf diese starken Sudanesen, die trotz der Militärgewalt, die vor ihnen steht und mit Maschinengewehren und auf die Menschen einschießen wollen, trotzdem sagen, nein, wir demonstrieren weiter, wir lassen das nicht mit uns machen. Und da spielt eine große, ja, ganz viel Stolz für mich mit, aber auch Wut, dass es überhaupt so weit kommen musste, schon wieder. Nur sehe ich sehr hoffnungsvoll in die Zukunft, denn sowas wird nicht mehr passieren. Die jungen Menschen sind so stark im Sudan, dass das Militär keinen Putsch mehr machen kann. Denn sobald das wieder passiert, werden sie auf die Straße gehen, und das macht mich unglaublich stolz. Ja. Also wir hoffen auf ein positives Ende. Ich würde jetzt gerne fragen, gibt es Fragen hier, die gestellt werden möchten? Wir haben hier ein Mikro, genau. Bitte mit Maske, so dass wir das Mikrofon ein bisschen... Ja, klar. Dankeschön. Könnt ihr mich hören? Perfekt. Wir hatten ja, oder beziehungsweise im Film wurde ja das Thema angesprochen, dass der Bräutigam einmal erläutert hat, dass seine Familie ausgewandert ist. Und das wurde ja von der Dorfsältesten so ein bisschen kritisch wahrgenommen. Und meine Frage wäre jetzt in dem Zuge, wie wird das denn heute in Sudan gelebt? Also im Sinne von, wenn man Leute hat, die in Ausland gegangen sind, ist es immer noch ein kritisches Thema, oder ist es eher so ein Thema, okay, die sind rausgegangen, um da einfach ja irgendwo auch den Kindern vielleicht was zu ermöglichen? Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe das nie so gespürt, wenn ich im Sudan war, dass ich irgendwie als Aussätzige behandelt wurde oder irgendwie anders behandelt wurde, weil wir ausgezogen sind oder weil mein Vater und meine Mutter sich entschieden haben, nach Deutschland zu kommen. Im Gegenteil, da spielte immer sehr viel Neugier hinter, sehr viel Freude, sehr viel Austausch. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass durch diesen Schaden, den die Engländer auch betrieben haben, dass man da vielleicht echt, oder nicht nur die Engländer, sondern grundsätzlich, wir wurden ja auch inserviert von den von arabischen Kräften und, dass man da einfach Misstrauen hat, was das Ausland angeht, und dann sagt, nee, also ich lehne das total ab, wenn sich jemand dafür entscheidet, auszuwandern. Ja, aber ich habe das so nicht erlebt, also ich persönlich nicht, nein. Okay, danke. Danke. Gibt es noch weitere Fragen? Okay. Nein, ich habe keine Frage. Geh mal mit dem Mikro dran. Ich möchte sagen, die Frauen in Sudan, sie haben immer zu sagen. Ja, das stimmt. Sie sind immer in Freiheit und in Krieg, ja. Zum Beispiel jetzt in Sudan
man sieht die Tradition oder Tradition in Sudan oder was jetzt in Sudan passiert gegen die Militär. Ja, wir finden in die erste Stelle stehen die Frauen. Und das, ja, das bedeutet, in Sudan seit lange hier, seit Tausenden von Jahren, ja, die Frauen haben ein Recht zu sagen und alles Männer, viele Männer, sie hören auf dieses Wort. Und ich bin zufrieden damit. Ja, Papa danke. Sagt tatsächlich, danke. Ist mein Vater übrigens gewesen, ich habe mit Baba gestern nochmal drüber gesprochen und zwar der Sudan oder die Historie vom Sudan ist ja extrem alt und der Sudan wurde von Frauen, also von Pharaoninnen und Königinnen geführt, Kandaka in der Kusch-Dynastie und Kandakas waren quasi die Königinnen und die Pharaoninnen, die ihre Soldaten in den Krieg geführt haben, die Kriegsstrategien entwickelt haben, die ihr Land beschützt haben. Also die Historie des Sudans basiert auf Frauenpower, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, genau. Ja, also starke Frauen. Also starke Frauen, die eine Stimme haben, ja, in Sudan. Genau. Danke nochmal dafür. Und gibt es noch weitere Fragen? Ja, mich würde interessieren, wie sind dann die Chancen? Also wenn sich jetzt ein junges Mädchen da auf einem Dorf auflehnt und sagt, ich gehe jetzt quasi meinen Weg, ist da so eine finanzielle Unabhängigkeit oder Chancen, dass sie das einfach so kann? Also da, ich glaube, da kommt es auch auf ganz viele Faktoren drauf an, wie offen die Familie ist, wie bereit sie ist, ob das eine Hochzeit ist, die aufgrund dessen arrangiert wurde, jetzt wie in diesem Fall, um einfach Geschäfte zusammenzuführen. Ich meine, wir kennen es ja auch von europäischer Geschichte, dass Königshäuser miteinander verheiratet wurden, einfach nur damit eine größere Militärkraft oder Länder eingenommen werden können. Und deswegen kann ich diese Frage jetzt nicht zu 100% korrekt beantworten, weil es, glaube ich, immer auf ganz viele Faktoren drauf ankommt. Aber ja, also ich habe meinen Mann auch selbst ausgesucht und so ist das auch bei den meisten sudanesischen Frauen, die ich kenne. Dass, nicht den meisten, aber viele sudanesische Frauen, die sich bewusst entschieden haben oder auch sagen Nein. Und dass man Nein sagen kann, das ist eigentlich auch normal. Also die Frau wird schon gefragt oder das Mädchen wird schon gefragt. Das war jetzt hier ein wirklich ein konkretes Beispiel in einer dörflichen Community, wo ja alles wirklich sehr verstrickt ist, wo Al-Sid halt das letzte Wort hat. Genau. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen? Ich glaube, das war's. Keine Fragen mehr? Ja, dann würde ich sagen, wir kommen jetzt zum Ende. Mhm. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke und auch. Und auch einen Einblick gegeben hast in die sudanesische Kultur oder in dein Leben und die Erfahrung, die du gemacht hast. Dankeschön. Auch ich habe ganz viele neue Dinge kennengelernt, die ich nicht vorher wusste. Dankeschön. Danke auch. War sehr schön. Danke. Ja, wir bedanken uns auch und ich möchte nur sagen, dass heute haben wir eigentlich drei Filme, die von Frauen gedreht wurden. Susanna Medrani, wir haben auch einen Film um 18 Uhr, es geht auch so viel über was du gesprochen hast. Es geht um Identität in Iran, heute um 18 Uhr ein Film vom also Radiograph of a Family, und dann haben wir einen Film um 20.15 Uhr, einen Film aus dem Libanon, ein sehr schöner Film auch von Elian Raheb, Miguel's War, und es geht auch um so viele verschiedene Themen wie Migration, Identität und LGBTIQ auch. Wir wünschen euch einen schönen Tag und vielleicht sehen wir uns im Kino.